Hallo ihr Lieben, ihr hattet mich gefragt, wie ich diese Hintergründe hinbekommen habe und dazu möchte ich euch heute ein Video drehen. Was ihr dazu benötigt, ist gar nicht viel. Es wäre ganz gut, wenn ihr irgendeine Schale habt. Ihr braucht einen Strohhalm, egal wie groß. Ihr braucht Spülmittel und es wäre nicht schlecht, wenn ihr so ein kleines Gläschen habt. Was ihr noch benötigt, ist Farbe. Und ich habe hier von Ideen mit Herz, so Royal Flash Textil. An der Farbe ist halt toll, dass die Glitzerpigmente hat. Mir war es jetzt einfach zu schade, die Nouveau-Farbe zu nehmen. Die könnte man mit Sicherheit auch gut nehmen, aber ich habe halt eben diese Farbe. Die ist relativ fest. Dementsprechend braucht man auch noch ein wenig Wasser. Aber je mehr ihr es verdünnt, desto heller sind hinterher diese Flecken. Also wenn ihr den Effekt relativ deutlich haben wollt, dann müsst ihr einen hohen Farbpigmentanteil haben. So, nehmen das jetzt mal. Dann ein bisschen Wasser und Spüli. Ich habe da schon mal hier noch so einen Rest, was ich jetzt einfach mal nehme. Dann fangen wir schon mal an, das zu schütteln. Das fängt natürlich jetzt direkt an zu schäumen. Das ist immer in Anführungsstrichen das größte Problem, dass sich die Farbe noch gar nicht gelöst hat. Aber das schon ordentlich schäumt. Aber es soll ja auch ordentlich schäumen, denn sonst funktioniert die Technik nicht. So, ich habe das Gefühl, der Klumpen ist noch drin. Wir gucken mal gerade. Jetzt noch mal ein bisschen Wasser nach, aber der Klumpen scheint raus zu sein. Ja, das ist doch klasse. So, also so eine Masse braucht ihr. Sieht sehr eklig aus. Den Glas, das Glas kann man übrigens hinterher auch sogar nehmen, um den Rest gegebenenfalls aufzubewahren. Das mache ich schon mal ganz gerne. Ach so, ganz wichtiger Tipp: Ihr habt am besten einen Handtuchgriff bereit, was versaut sein darf, und zieht eine Schürze an. Denn es gibt ein bisschen Schweinerei. So, jetzt kommen wir zum Strohhalm. Ich habe jetzt so einen lustigen großen und bin jetzt mal selbst gespannt, was der macht. Wichtig, nicht einatmen, sondern reinpusten. Und ihr seht, es bilden sich solche Blasen. Und diese Blasen, dazu gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, die abzunehmen. Zum Abnehmen benötigt ihr Papier. Und zwar je fester, desto besser. Das ist jetzt gerade schon feucht geworden. Je fester, desto besser. Ich habe jetzt gerade nicht ganz so festes, aber das wird hoffentlich auch gehen. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Blasen aufzunehmen. Die eine Möglichkeit ist, das Papier draufzulegen. Da sind nicht genug Farbpigmente drin. Schade. Ich probiere es nochmal, aber ich glaube, das sind nicht genug Farbpigmente. Okay, also wenn euch sowas passiert, dass man eigentlich im Endeffekt gar nichts sieht, dann ist quasi zu viel Wasser und zu wenig Farbpigmente. Das muss ich nachher mal gucken, wie ich das gerettet kriege, damit ihr jetzt aber nicht lange bei dem Video warten müsst. Ich habe noch zwei andere Farben vorbereitet. Das ist einmal so ein schönes Petrol und einmal so ein schickes Pink-Rosa. Und mit dem Pink-Rosa kann ich euch das, glaube ich, sehr gut zeigen. Also ihr seht, es gibt schon ein bisschen Schweinerei. So, Variante 1 ist, ich lege das Papier drauf und die Blasen zerplatzen. Dann habe ich so ein Muster. Habt ihr das gesehen? Habe ich es richtig reingehalten? So, also das ist das Muster, wenn ich es auf die Blasen drauflege. Die andere Variante ist,
dass ich die Blasen abhebe. Das heißt, ich nehme ein Blatt Papier und wische unter den Blasen her. Das braucht ein bisschen Übung. Das übt sich aber eigentlich relativ gut und schnell. Und dann habe ich halt die Möglichkeit, solche Muster zu erstellen. So, und ich kann das natürlich auch kombinieren. Das heißt, dass ich jetzt natürlich bei dieser Karte noch sowas hier drumherum setzen kann oder aber hier dann jetzt die Mitte noch aufnehmen kann, indem ich auch zum Beispiel eine zweite Farbe nehme. Das machen wir jetzt mal sogar. Huch, Entschuldigung. Gucken, ob das schon reicht. Und so habe ich dann halt so eine Karte. Das ist schon alles. Schöne Schweinerei, toller Effekt, macht Spaß, sowohl Erwachsenen als auch Kindern. Ich hoffe, ihr habt Bock, das nachzumachen und ihr wisst, ich freue mich immer darüber, wenn ihr mir hinterher zeigt, was ihr daraus gemacht habt und wünsche euch viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Ach so, stopp, zum Thema Farben. Also ich hatte ja eben diese Nuvo-Farbe genannt. Ich habe jetzt die von Ideen mit Herz genommen. Ihr könnt im Endeffekt jede Farbe nehmen, wie gesagt, hoher Pigmentanteil. Also gerne Tinte, gerne irgendwas mit hohem Farbpigment. Also Aquarellfarbe habe ich noch nicht ausprobiert, müsste aber eigentlich sehr gut funktionieren. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt noch. Das probiere ich noch mit euch aus. So, ich habe schon mal die Sachen zusammengeholt, ein neues Gläschen. Ich habe die Aquarellfarbe geholt, wobei ich mich selbst frage, ob die genug Pigmente hat. Das werden wir jetzt ausprobieren. Ich habe diese Farbe eh noch nie probiert. Mir fällt noch ganz viel ein, was man ausprobieren könnte. Brusho könnte man ausprobieren, inwiefern Brusho-Farben funktionieren, diese Farbpigmente. Das könnte gut funktionieren. Und es gab beim Action mal das hier. Das müsste eigentlich auch sehr gut funktionieren. Das wäre schon flüssig. Das wäre nicht ganz so eine Schweinerei wie das hier. Wir nehmen das. So, ich wollte eben ein Grün nehmen. Dann gucken wir doch mal, was wir hier haben. Ih, ist ja gar nicht richtig zugeschraubt. Blau haben wir schon. Das sieht doch schön aus, das nehmen wir. Oder mal gucken. Also ein bisschen Farbe davon. So. Und ein bisschen Spüliwasser. Das Ganze mischen. Ich habe das Glas jetzt gar nicht genommen, weil das ja dadurch, dass es flüssig ist, musste ich es nicht groß schütteln. Jetzt muss ich nur mal gerade gucken, ob die Menge reicht, um damit Blasen machen zu können. Also gut aussehen tut's. Man macht übrigens wirklich Schweinerei. Gerade einmal gucken. Ja. Das funktioniert auf jeden Fall. Ich habe jetzt relativ wenig Farbe und relativ wenig Spüli genommen. Ich nehme mal noch ein bisschen Spüli dazu. Also falls ich nicht im Bild sein sollte, das, was ich gerade tue, ist da reinpusten, um diese Blasen zu erstellen. Ja, sehr schön. Man sollte zwischendurch vielleicht die Finger waschen, um die Karte nicht dreckig zu machen.
Und je kleiner ich die Schale nehme, desto und je höher, desto mehr kann ich halt die Blasen nach oben blubbern lassen. Das funktioniert ganz gut. Und wenn ihr ein bisschen mehr Farbe nehmt, habt ihr halt eben auch mehr Möglichkeiten. Je kleiner die Bläschen, desto kleiner das Muster. Je größer die Bläschen, desto mehr habt ihr dann an großen Blasen. Sollte vielleicht meinen Daumen da wegnehmen, das führt zum Platzen. Ist das nicht toll? Also ich liebe es und darauf halt so eine Libelle zu machen, finde ich einfach wunderschön. Wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und zeigt mir eure Ergebnisse. Danke, tschüss. PPS, das sind meine Hände nach dem Händewaschen. Also vielleicht solltet ihr noch Handschuhe tragen. Falls ihr welche habt, sind ja gerade nicht so leicht zu kriegen.